schreibe ich noch Feuer neben. Echt eng auf dem Blatt, aber egal. Das ist Feuer, nehme ich zur Erde hin. Da würde ich ja nicht so ein Problem haben, so ein großes. Ich tue mal kurz spicken. Okay, schon wieder. Die vorderen Zahlen nur zusammen sind 4 plus 3 plus 8. Gleich 15. Erde, das stimmt auch. Okay. Dann müsste es ja hier genauso sein. Du hast dann keinen Bock jetzt auf Kopf rechnen. 34, ist 34 richtig? Ja, es ist Luft. Also 34 Luft. Okay. Da brauchen wir gar nicht alle Zahlen. Aber ich schätze mal, dass es so, je nachdem, was das Spiel irgendwie, wie weit das ist oder was es von einem verlangt, dass es so nach einem, so einem Random, so ein Zufallsprinzip ist, was man für Zahlen zusammenzählen muss, ne? Jetzt kommt hier eine größere Zahl. Das wird natürlich das gleiche wieder sein. 22 plus 5, 30, 13, 3, 8. Aber woher soll man das wissen, welche Zahl man zusammenzählen soll? 175 ist richtig. Oder? Ich muss mal nachgucken. Wasser. Das ist Wasser, wie gesagt. So. Toll. Jetzt habe ich das ja alles. Aber was sagt mir das jetzt hierüber? Über dieses Rätsel, weil dafür ist das. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Bevor ich das mache, gehe ich zum anderen Rätsel hin. Und versuche das hier zu machen. Da habe ich mir nichts aufgeschrieben. Jetzt soll das hier mit diesen Ringen zu tun haben. Da muss ich echt nochmal nachgucken, weil das ist mir zu kompliziert. Oder ist das so von außen gemeint, dass man hier die Ringe hat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ringe. Wir haben aber 8 Zahlen, oder? Ne, wir haben genau 7 Zahlen. Ja, da sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hat man hier ein A? Und man hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 davon, aber man hat nur 6 Zahlen. Schwierig. Dann hat man jetzt so Buchstaben. A, F, E, R anscheinend, ich weiß nicht, B, N. Also wir haben hier erstmal einen Satz. Ein Großbuchstaben D. Punkt. Ein Großbuchstaben U. Punkt. Und ein P. Also haben wir D, U, P. D, U, P. Ist D, U, P dabei? Nee, ist da nicht bei. Also D, U, P ist da schon mal nicht bei. Ah. Und wir haben 6 Zahlen. Wo ist das A und wo kommt was überhaupt hin? Weil, selbst wenn in der Mitte hier die Sonne ist, wenn hier die Sonne ist, man hat hier diese 3 Ringe, man hat hier diese 3 Ringe und das sind die gleichen. Es ist nicht so, dass man hier diese 3 Ringe haben würde. Weil dann fehlen ja die hier. Auf dieser Ebene.
Ich hoffe, man weiß, was ich meine. Also das wäre ein A. Oh, hier auch ein A. Bei 2, wir sind ja das 1. 2 wäre F. Wäre eine 6. Und dann dieses hier. Was soll das hier sein? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Also das ist das wichtige Rätsel zum Abschluss von dem Spiel. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Geduld, das richtig durchzuziehen. Weil ich möchte eigentlich Still Life zocken. Das ist ja nur die Vorgeschichte dafür. Weil Still Life ist davon ein Spin-off. Ich glaube, ich mache erstmal das mit dieser Alchemie. Das wird sich noch ein bisschen ziehen. Jetzt haben wir einen 50er Löffel. Was machen wir mit dem Löffel jetzt? Dann können wir hier was erhitzen, ne? Irgendwas machen. So, da kommen wir auch schon wieder zurück. Willkommen zurück. Ich habe mir das jetzt aufgeschrieben, wie die Lösung ist, weil das Spiel ist echt gleich vorbei. Und dann müsste man ein bisschen experimentieren, wie was funktioniert. Also das ist hier recht simpel noch gemacht. Bei dem anderen Rätsel ist es aber nicht so simpel, was ich gleich erst machen werde. Das hier. Weil... Oh, das ist doch simpel. Weil da ist ja dieser Strich. Also dieser Strich gibt mir das an, das Rätsels Lösung. Warum habe ich den Strich gar nicht beachtet? Oh mein Gott, ey. Bin so durch den Wind ein bisschen manchmal bei dem Spiel. Naja. Macht mich schon ein bisschen nervös, das Spiel. Muss ich schon zugeben, auf jeden Fall. Da habe ich nicht so die Ruhe, die ich vielleicht haben würde, wenn ich das nicht aufzeichnen würde. Und dann lässt man sich richtig Zeit. Da kann man das Spiel über mehrere Tage hinzocken und selber herumrätseln. Aber ich will das jetzt durchzocken. Ich will das durchhaben, dann kann ich es mir live zocken. Also, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier die Löffel erstmal. Den 50er Löffel. Und wir brauchen 15 von der Erde. 15. Nehmen wir einmal den 10er. Und da brauchen wir jetzt den Jupiter. Was war Jupiter? Das hier. Einmal Jupiter. Dann bitte da rein. Jupiter, 15. Dann die 5. Jupiter. Das ist ganz simpel. Ab da rein. Das hätte ich auch noch hinbekommen. Dann die 65. Mars. Was ist Mars? Mars ist das mit dem nach oben. Der hier. Hätte ich halt nur wissen müssen, welche Zeichen welche sind, ne? 50, noch 15. Also Mars war der hier. Und 10. Und jetzt Saturn, 34. Mal den. Was war das jetzt? Saturn. Was ist Saturn? Ach, ich habe es falsch gemacht. Jupiter sieht anders aus. Das hier ist Jupiter. Ich habe es falsch gemacht. Ich werde das Spiel nochmal laden. Und wir kommen zurück. Also, nochmal.
Jupiter ist das. Das hier ist Jupiter. Dass der mir es nicht sagt, das ist scheiße. Woher soll ich wissen, dass das Jupiter ist, wenn ich keine Astrologie kenne? Oder Astronomie. Aber das ist, glaube ich, auch in der Astrologie so drin. Astronomie meine ich. Astronomie. Kein Geschwurbel, bitte. Fünfzehn hiervon. Erde. Dann noch mal Mars. Was war Mars? Das hier ist Mars. So, 34 von Saturn. Saturn sollte das hier sein. Dann ist das in der Lösung falsch. War das jetzt so richtig? Das wären 30, ich habe jetzt nicht mitgezählt. Scheiße. Eins. Und vier. 175 Wasser oder Venus. Venus ist das. So, und wie machen wir Feuer? Das stand da nicht. Wir haben hier gar kein Feuer. Schwitz, schwitz. Habe ich hier nicht eine Kerze gehabt? Eine Alchemieformel. Oh, wir haben die Formel. Ätherische Dämpfe. Ich muss mich auf den Einfluss der himmlischen Körper berufen und mit Hilfe ihrer sieben Substanzen jene finden, die das Geheimnis der Schaffung des Alls kennen. Vom Safran im Haus der Sonne. Vom weißen Mondsamen im Haus des Mondes, vom Schwefel im Haus von Mars, von der getrockneten Rose im Haus von Merkur, vom Lapislazuli im Haus von Jupiter, von der grünen Koralle im Haus der Venus, von der Alraunenwurzel im Haus von Saturn. Die Alraune, die kommt auch in Darkness Within 2 drin vor, wenn ich mich recht entsinne. Oder in 1. Und so sprach Pythagoras, das Universum besteht aus vier Zahlen. Und über diese vier gibt es nur Leere und dort kann das All sein. Dank dieser Zahl kann das All bestehen. Aber um dieses All zu erlangen, reicht diese Zahl allein nicht. Im Einklang dieser quadratischen Elemente
kann das All existieren. Summe und Quadrat, so soll das All beschaffen sein. Okay, das sagt mir jetzt, wie ich die Zahlen irgendwie zusammenzuzählen habe, aber das bringt mich auch nicht viel weiter. Wo ist denn jetzt ein Feuer? Ich muss hier doch Feuer machen. Das weiß ich zumindest aus dem Chemieunterricht. Streichhölzer. Ah. War das jetzt besser auf Nummer sicher gehen. Das falsche Pulver in der falschen Menge und schon habe ich eine Katastrophe am Hals. Dann war das falsch, was ich gemacht habe. Okay, dann nochmal. Dann halte ich mich jetzt an der anderen Beschreibung. Also 15 für Erde. Black Powder, das Schwarze ist hier. War das doch am Anfang richtig? Hätte ich mir gar nicht die Planeten aufschreiben brauchen. Jetzt 65 von Mars, rotes Pulver. Was war das hier gewesen? Blau. Was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich das überhaupt? Habe ich jetzt zu viel gemacht? Ich habe nicht mitgezählt, scheiße. Wenn man schon nachdenkt dabei. Eins. Zwei. Drei. Multitasking geht nicht. Für 75 grün. 175. Boom. War das jetzt richtig oder falsch? Ich denke mal falsch, ne? Weil ich habe hier jetzt nichts drin. Aber jetzt habe ich es doch so gemacht, wie es in der Lösung steht. Oder habe ich mich vertan? Ich mache es nochmal. Wenn es zu lange dauert, schneide ich es raus. Nee, jetzt kann ich das aber nicht mehr nehmen. Okay, war richtig gewesen. Ich kann die Löffel nicht mehr nehmen. Was auch immer ich jetzt da gemacht habe. Jetzt gehe ich dann hier. Aber warte mal. Da muss man hier also die Summe von dem Universum herausfinden, oder wie, oder was? Krass. Es sind schon krasse Rätsel auf jeden Fall bei. Das ist auf jeden Fall jetzt wieder recht simpel gemacht. Also nochmal alles auf A. Aber das verändert auch irgendwie was. So ist die Ausgangslage. Da hat die Person hier auf 2 gemacht. Und hier auf D. Und hier auf N.
Aber er konnte mich nicht daran hindern, die Templer zu erreichen. Geschafft. Aber er konnte mich nicht daran hindern, zu den Templern zurückzukehren. Ich fühle mich verpflichtet, ihre Sünden des Fleisches zu reinigen. Durch seinen Fehler und den meiner Mutter ist meine Seele vielleicht schon zur Hölle verdammt. Allein der Glaubensbalsam der Templer kann die Todsünde, die auf ihr eingraviert ist, beseitigen. Am 9. Oktober, Namenstag des heiligen Denis, habe ich endlich die Spuren des Kopfes wiedergefunden. Gesegnet vom heiligen Denis, der mir von oben mit all seiner Heiligkeit zulächelt, um mir zu helfen, meine Seele zu verlassen. Ja, der heilige Denis lächelt mir zu. Der Kopf reinigt mich. Gott allein soll mein Zeuge sein. Ich, Simon Lebel, werde in diesem Jahre des Herrn 1305, morgen am 24. Juni, in den Körper von Pierre Lebel de Clemency einfahren und das zurückholen, was mir aus göttlichem Recht zusteht. In diesem neuen Körper, gereinigt von meiner Seele und den Fleischessünden meiner Eltern, wird der Tod keine Geheimnisse mehr vor mir verbergen. Der Kopf des Baphomet hat mir endlich seine Geheimnisse offenbart. Kopf. Sieg! Ich würde dieses göttliche Wunder von allen Dächern schreien, wenn ich mich nicht vor den Ungläubigen und ihrem Scheiterhaufen fürchten würde. Ich befinde mich in einem neuen Körper, jünger, stärker. Und dies ist der Wille Gottes. Wie sonst könnte ich die Erscheinung von Adeline an meinem Bett erklären? Gesegnet und verdammt zugleich. Gott hat mir einen neuen Körper geschenkt. Aber Adeline, der Engel, der sich um meinen neuen Körper kümmert, bleibt unerreichbar. Sie ist anscheinend die Tochter von diesem Idioten Pierre. Das heißt, heute meine eigene Tochter. Ich bin dieser Existenz überdrüssig. Wozu soll es gut sein, jahrhundertelang zu leben, wenn ich nie wieder das Lächeln meiner sanften Adeline erblicken kann? Ah, Adeline, die du mir verboten warst, könnte ich doch nur dein liebliches Gesicht wiedersehen. Ich würde gern die Jahrhunderte gegen einen kurzen Blick auf dein Gesicht und deine Augen eintauschen. Sie ist zurückgekommen. Sie gehört wieder zu dieser Welt und ist mir so nahe. Heute war sie bei Korfner. Sie war es wirklich. Dieser ausgezeichnete Seelendoktor hat es mir bestätigt. Sie ist es. Und dieses Mal wird sie mir gehören. Bis zum Ende meines Lebens. Also, Madame Blake, es scheint, dass Sie mir nicht alles gesagt haben. Telegramm? Wer ist jetzt die Mrs. Blake, hä? Was sagt das Telegramm? Na, das hat gerade noch gefehlt. Blake ist entführt worden und der Entführer hält sich für Dalpin. Und selbstverständlich will er den Kopf zum Austausch. Als ob ich wüsste, wo der ist. Okay, das war jetzt aber nicht so einfach, muss ich sagen. Mit den Zahlen da jetzt so. Hantiert zu haben. Also persönlich hätte ihr dafür eine Ewigkeit gebraucht. Eine gefühlte Ewigkeit. Wenn ich das Spiel länger gezockt hätte, wenn ich darauf dran Interesse richtig groß dran gehabt haben würde. Weil ich will jetzt nur die Story eigentlich kennen, um Still Life mehr zu verstehen, weil das ist ja, was ich eigentlich zocken will. Und wenn das hier die Vorgeschichte ist, von dem, was in Still Life noch drauf angespielt wird, dann will ich das natürlich irgendwo kennen. Also hier gab es jetzt nochmal einen Schnitt. Ich habe weitergezockt gehabt, aber dann kam ich nicht weiter, weil es war ein bisschen durcheinander gekommen mit den ganzen Dialogen.
Und dann musste ich am Ende ein Bild mit einer Kerze erleuchten, um da was zu finden. Aber mir fehlte ein Dialog, um das freizuschalten, damit das geht mit der Kerze. Weil wenn nicht alle Dialoge frei sind, dann funktioniert das nicht. Dann ist die Kerze aus. Jetzt haben wir ja die Sache, dass dann die Blake entführt worden ist. Und jetzt müssen wir herausfinden, wo sie ist. Mit dem Kopf des Baphometen. Und darum geht es jetzt. Genau um einen Dialog, der sich darum dreht. Deswegen gehe ich jetzt erstmal nochmal ins Hotel. Weil das hätte ich schon vormachen sollen. Vielleicht schaltet das dann frei, weil das habe ich erst danach gemacht. Sie sind der Detektiv, nicht wahr? Unter den seltsamen Dingen, die meine Ermittlungen ans Tageslicht gebracht haben, Madame Loiseau, erscheint mir nichts geheimnisvoller als dieser Gegenstand, den alle den Kopf des Baphomet nennen. Was wissen Sie darüber? Diese Reliquie hat so viele Gerüchte und so viel Begehren ausgelöst, dass man sogar ihre Existenz mehr als einmal in Frage stellte. Jetzt kann ich hier machen, einige scheinen zu meinen, dass dieser Gegenstand magische Kräfte besitzt, noch eine Sinnestäuschung der Esoteriker. Oder wenn er dermaßen alt ist, müsste dieser Gegenstand doch seinen Platz im Museum haben. Oder wenn man jetzt diesen Dialog wählt, dann tut man ihr später offenbaren, was man selber eigentlich für Ermittlungen durchführt, worum es da geht. Und dann sagt sie, sie wissen alles und jetzt brauchen sie nicht mehr wiederkommen. Oder man kann halt dieses hier machen. Dann erzählt sie ein bisschen mehr über Alchemie. Einige scheinen zu meinen, dass dieser Gegenstand magische Kräfte besitzt. Noch eine Sinnestäuschung der Esoteriker. Die Kirche besitzt auch Reliquien, Mr. McPherson. Dort spricht man eher von Wundern als von Magie. Aber ist nicht der Glaube, den diese Menschen ihrem Kult schenken, das Wichtigste? Nichts anderes. Wie erklären Sie sich, dass ein Psychoanalytiker wie Dr. Korfner glauben kann, dass der Kopf des Baphomet eine solche Macht besitzt? Dr. Korfner ist der Seelenspiegel von Dalpin geworden. So ähnlich, dass man nicht mehr weiß, wer von beiden die Fäden in der Hand hat. Ihm bleiben weder Wille noch Vernunft. Das als Psychoanalytiker. Oder wie, oder was? Teilen Sie diese Meinung, Madame Loiseau? Sind Sie der gleichen Meinung wie Grégoire Dalpin? Dalpin glaubt fest daran, dass Baphomet das ewige Leben gibt, Mr. McPherson. Und Dalpin hat diesen Mythos um ihn herum gepflegt. Er umgab sich mit Gläubigen, die seine Überzeugung teilten. Der Kopf des Baphomet gehört seit langem Grégoire Dalpin. Er ist das Symbol seiner Macht über die Freimaurer. Er ist sein Leben. Der Verlust Baphomets bringt Dalpin um seinen Kopf, wenn man so will. Ja, so stark an eine Macht glauben, dass sie das ganze Leben beeinflusst. Dalpin ist tot. Der Mythos des Baphomet ist absurd. Und Unsterblichkeit gibt es nicht. Was ist Unsterblichkeit? Das ewige Leben? Die Unwissenden sprechen darüber. Die, die es wissen, reden nicht darüber. Warum? Weil sie Vampire sind? Sie sind der Detektiv, nicht wahr? Können Sie mir in Ihrer enormen Weisheit erklären, was Alchemie eigentlich ist? Die Alchemie ist die Magie der Symbole. Nichts geht verloren. Alles baut sich auf.
die Elementumwandlung durch Metalle. Das große Werk. Ordnung im Chaos. Yikes, okay. Die Wurzel allen Lebens ist der Tod. Death is the root of all life. Habe ich mal geträumt. Und das kann man auch in Zusammenhang bringen mit so esoterischem Geschwurbel, sage ich mal dazu. Also da kann man was finden zu so einem deutschen Philosophen, der ein Alchemist gewesen sein soll. Ich weiß es selber nicht. Ich habe jetzt den Namen nicht auf dem Schirm, aber auch Hegel hat über Dinge gesagt, dass das der erste deutsche Philosoph gewesen sein soll. Und in dem Traum, den ich hatte, war wahrscheinlich Hegel gewesen in einem Kino. Und dann war da ein Schatten, der hat ihn nach unten gezogen, in die Tiefe. Als Hegel dem Publikum sagen wollte, die Wurzel allen Lebens ist der Tod. Und hat der Schatten ihn weggezogen, nach unten, in die Tiefe, weil das sollte er nicht sagen. Und ja, dann habe ich halt gefunden, Death is the root of all life. Das kommt dann bei den Schwurbler Steiner vor. Ne? Steiner, Rudolf Steiner. Der das dann irgendwie mit Goethe irgendwo verbunden gehabt und meinte dann, dass dieser andere Typ auch dieses Geheimnis der Alchemisten kennen würde. Ne? Wie heißt der? Oh, ich habe jetzt den Namen vergessen. War Mittelalter gewesen. Gibt es noch heute Leute, die an die Alchemie glauben? Gibt es noch heute Leute, die an die Alchemie glauben? Die Alchemisten vielleicht? Doch. Es gibt sie, versteckt im Dunkeln. Diese Kunst ist eine Anzahl von Symbolen, Mr. McPherson. Ein Geheimcode, verborgen hinter einem Schleier von Lügen. Mhm. Aha. Nach dem, was ich in den letzten Tagen alles gesehen habe, wäre ich in der Lage, jedes Geheimnis zu lüften. Nach dem, was ich in den letzten Tagen alles gesehen habe, wäre ich in der Lage, jedes Geheimnis zu lüften. Man dringt nicht in die Geheimnisse der Alchemie ein. Man eignet sich ihre Philosophie an. Akzeptieren, in einer Welt der Symbole zu leben, wo nichts das ist, was es zu sein scheint. Nur so kann man die Wahrheit erkennen, um festzustellen, dass auch sie nur Lüge ist. Mit den Verschwörungsmythen. Oder wie oder was? Das geht doch auch nur um Glauben an etwas, was man fühlt. Ne? Geht auch nicht um objektive Wahrheit. Das ist nur so ein subjektives Empfinden bei Verschwörungsmythen. Was ja auch hier bei dieser blutigen Verschwörung eine Rolle spielt, ne? Diese Freimaurer-Verschwörung hier bei dem Spiel, ne? Wegen den Templern, die ja da ihre Götzen angebetet haben sollen, ne? Und dann auf ein Kreuz gespuckt haben und den Baphomet angebetet. Geht ja dabei darum, ne? Deswegen wurden die ja festgenommen und der Ketzerei beschuldigt. Alchemie ist also eine Philosophie. Da kommt der Stein der Weisen her. Habe ich das richtig verstanden? Alchemie ist also eine Philosophie. Da kommt der Stein der Weisen her. Habe ich das richtig verstanden? Der Stein der Weisen ist das Grundelement. Der Eckstein. Sie glauben wirklich an all das? Was ist das eigentlich, diese Geschichte der Templer, Madame Loiseau? Ein faszinierendes Thema, nicht wahr? Verschwörungstheorie. Es ist so einfach, das Ganze mit den Templern zu verbinden. Vergessen Sie die. Die gibt es seit 7 Jahrhunderten nicht mehr. Und was macht sie da die ganze Zeit mit ihrer Hand? Ist sie am Rappen oder was? Sie haben immerhin existiert. Was wissen Sie über deren Geschichte? Die Templer.
Beschützer der Pilger im Heiligen Land. Gesegnet vom Papst am 14. Januar 1128 auf Anfrage des heiligen Bernard. Der Ketzerei beschuldigt von Philipp le Bel, König von Frankreich, wurden sie im ganzen Land am 13. Oktober 1307 festgenommen. Ihr Ende war tragisch und umstritten. Man verurteilte sie, auf dem Scheiterhaufen zu sterben. Ihr Großmeister, Jacques de Molay, verbrannte in Paris am 18. März 1314 auf dem Scheiterhaufen. Oh, da krieg ich Gänsehaut. Wie konnten sie der Ketzerei angeklagt werden? Waren sie nicht Soldaten Gottes? Wie können sie davon überzeugt sein, dass die Templer im Hintergrund nicht noch weiter existieren? In der Geschichte der Templer wurde da nicht die Rolle einer Frau erwähnt, eine Frau namens Andelie? In der Geschichte der Templer wurde da nicht die besondere Rolle einer Frau erwähnt? Eine Frau namens Adeline? Nichts ist bekannt. Ihre Geschichte wurde oft interpretiert. Wir wissen nur das, was man uns erzählt hat. Im Hintergrund existiert eine unsichtbare Geschichte. Alles wird sich zu gegebener Zeit enthüllen. Viel Glück, Mr. McPherson. Ich muss mich ausruhen. Die ist ja echt ganz schön nebulös. Kommen Sie später wieder. Ich muss mich etwas ausruhen. Ja, die dann noch ein paar andere Sachen erzählt. Und die hält immer noch den Hund seit Stunden in der Hand. Ich spiele dieses Spiel jetzt schon seit 11 Stunden, habe ich gesehen. 11 Stunden, auch wenn das ein bisschen kürzer sein sollte mit allen Videos. Aber ich habe da so viel Zeit investiert und die hält immer noch diesen Hund in der Hand. Lady, tun Sie mal den Hund auf den Boden oder auf den Stuhl drauf. Das geht doch gar nicht, ey. Naja, aber die will sich ja auch nur im Stehen ausruhen. Also die erzählt auch noch ein paar andere Sachen über die Münzen und so, mit Gold und so kann man dann noch was machen. Dass man ja aus verschiedenen Metallen andere Metalle machen kann. Also aus Stroh wird Gold gemacht und das soll die Alchemie sein. Ich habe jetzt echt den Namen vergessen, wo das denn vorkam. Es war auf jeden Fall, es kommt bei Goethe irgendwas mit vor, da wurde auch ein Vergleich gezogen zu Lilith, irgendwas mit Lilith war das gewesen. Aber ich hab's jetzt nicht im Kopf. Da will halt dieser Rudolf Steiner diese Geheimnisse mit enthüllt haben. Da habe ich mal was Englisches zugefunden. Kann man finden, wenn man googelt, Death is the root of all life. Da findet man dann auch diesen Namen von demjenigen, der das gewusst haben soll. Und ich finde das echt prall, dass ich das geträumt habe einmal, vor ein paar Jahren. Aber es wird zusammenhängen mit einem Freund, der gestorben ist. An Krebs. Bösartigen Krebs. Jetzt kann man hier noch mit den Leuten reden. Guten Abend, Sir. Herzlich willkommen im Hotel Orphée. Ich heiße Isidore Petit. Was kann ich für Sie tun? Sie haben sich schon vorgestellt. Als die Whites am Abend ihres Todes zurückkamen, haben sie da ein Auto bemerkt, das sie absetzte. Ein elegantes Auto. Ich kann mich nicht mehr an das Modell erinnern. Keine Ahnung, ich war hier am Empfang. Mallet kümmerte sich um die Tür, um alle Türen. Er war schließlich hier der Portier. Ja, und jetzt müssen hier alle Schlösser ausgewechselt werden, weil keiner weiß, was er mit dem Hauptschlüssel gemacht hat. Gut, wenn Sie nichts dagegen haben, die Pflicht ruft. Auf Wiedersehen, Sir. Ja, Sie haben ja viele Gäste hier, ne? Sie stehen da nur rum und machen nichts. Café des Nantes, habe ich gerade gelesen. Das steht auf Deutsch da. Also das wurde richtig auch auf Deutsch gemacht. Krass. Monsieur. Der Mann, den Sie identifiziert haben, heißt Eloin. Jacques Eloin. Können Sie diese Aussage bestätigen? Eloin? Komischer Name. Und auch noch Privatdetektiv. Also, das überrascht mich. Was für eine Aufregung. Er war hier, daran besteht kein Zweifel. Aber was dann war, kann ich nicht wissen. Hat Mallet ihn getroffen oder umgekehrt?
Ja, ja, jetzt erinnere ich mich. Er und Malé sprachen kurz miteinander. Und es war Malé, der zu ihm ging. Der Mann kam einige Sekunden vor Malé rein. Woran in diesem Gespräch können Sie sich noch erinnern? Ich habe nichts gehört. Sie sprachen leise, als ob sie etwas ausheckten. Wenn Sie nach einer möglichen Übergabe von Sachen fragen, so kann ich Ihnen versichern, dass Ihr Herr Luin nichts bekommen hat. Er hat Malé Geld gegeben. Malé ist tot. Malé ist tot? Das ist furchtbar. Die reinste Epidemie. Das Geld, das dieser Halunke mir schuldet, das kann ich abschreiben. Was soll's? Friede seiner Seele. Er schuldete Ihnen also Geld. Malé war ständig verschuldet. In der Mordnacht ist er einfach verschwunden, ohne bei mir vorbeizuschauen. Falls er Geld bei sich hatte, dann hat er es behalten. Danke. Keine Ursache. So, jetzt habe ich aber alle Gespräche hier abgeklappert. Jetzt kann ich noch zur Polizei gehen, das mache ich aber erst am Ende. Und halt in die Kneipe. Macpherson. Und hier möchte ich nochmal speichern. Aber hier ist jetzt ein kritischer Punkt. Wie man sehen kann, ich habe hier diesen Speicher 0:38 Uhr. Dann habe ich nur um 2 Uhr gehabt. Also bis 2 Uhr habe ich das dann nochmal, ja, 80 Minuten gezockt. Kam da nicht weiter. Meg, es ist was Fürchterliches passiert. Willow ist tot. Er wurde umgebracht. Warum gerade er? Warum Ulo? Wann ist das passiert? Und du, Baby, bist du in Ordnung? Bullen haben seine Leiche früh morgens gefunden. Sein Tod könnte 2 Tage zurückliegen. Ich weiß nichts. Nichts. Das ist ja entsetzlich. Ulo durfte nicht sterben. Er sollte nicht sterben. Er war der Letzte, der die Whites lebend gesehen hat. Die Polizei... Hat sie dir gesagt, wie das passiert ist? Wie soll ich dir das beschreiben? Das ist so, so krass. Sein Kopf, Max, sein Kopf war einfach abgeschnitten. Sein Körper hing vor dem Wagen und sein Kopf stand auf der Kühlerhaube wie eine Trophäe. Und das Furchtbarste, in seinem Mund, hat die Polizei ein Geldstück gefunden. Ist das wieder eine Anspielung auf Alchemie? Ulo ist tot. Wir müssen jetzt auch vorsichtig sein. Hat dich die Polizei benachrichtigt? Die verdächtigen schon irgendwen für das Verbrechen. Die haben schon Eloin. Die Bullen? Alle gleich. Die Ermittlungen nehmen ihren Lauf, Mademoiselle. Denkste, das, was ich weiß, habe ich nur meinen Beziehungen zu verdanken. Denkst? Wir müssen so schnell wie möglich diesen Fall aufklären, bevor es noch mehr Tote gibt. Weißt du, wer die Ermittlungen leitet? Kommissar Le Brun. Immer tadellos, ein Großtour. Die spielen was vor, um zu beeindrucken. In Wirklichkeit, Mac, haben sie nichts zum Beißen. Hulot, du, ich, Heloin, für die sind wir doch richtige Taugenichtse. Wir müssen alleine zusehen, wie wir weiterkommen. Hulot ist tot. Die Seele des Alambic gibt es nicht mehr. Wir verlieren alle einen guten Freund, Berenice. Wir dürfen uns jetzt nicht hängen lassen, Bibi. Du kannst dich jetzt nicht einfach gehen lassen. Das Alambic gibt es noch. Hulot hat ganz unten angefangen. Er war Arbeiter beim Metrobau, bevor er zu einem wichtigen Kunstmäzen wurde. Ein wichtiger Mann, was? Großer Förderer der Künstler und ein Mäzen für dich,
für mich, für die anderen. Er hat mich unter seine Fittiche genommen, als ich in Paris ankam. Ein großzügiger Mensch, auch wenn er mich nie ausstellen wollte. Methylo gab es immer eine Lösung. Wie er so schön sagte, jeder Mensch hat mindestens eine gute Eigenschaft. Gab es die, die er vorzeigte, und dann die anderen. Ein richtiger kleiner Ameisenhaufen hinter Hülo. Maler, Bildhauer, Schriftsteller, Denker. Eins ist doch klar, Mac. In Paris kennt sich keiner mit Kunst aus, aber alle wollen ein Kunstwerk an der Wand. Und dafür sind die bereit, eine Menge Geld auszugeben. So, jetzt komme ich schon gleich dahin, wo der Dialog sein müsste. Und ich habe die Vermutung, dass der Dialog nicht da sein wird. Ich teile dein Leiden, Berenice. Alle, die ins Alembic kommen werden, teilen diese Trauer. Dieser Ort wird zu seinem Tempel. Alles, was hier ist, wird uns an Albert Hulot erinnern. Es sind so viele Geschichten. Weißt du, Mac, Hulot liebte seine Umgebung. Jeder bekam seine Chance. Das Alembic, das war sein Schmuckstück. Schau dir mal diese Freske an. Von wie vielen Künstlern wurde die wohl gemacht? Hulot bat sie nur um einen kleinen Pinselstrich, manchmal gerade mal eine Linie. Mit den Jahren ist sie zu einem Schmuckstück geworden. Stimmt, dieses Fresko ist schon außergewöhnlich. Hat er dir schon einmal erzählt, was es darstellt? Diese Freske. Nachts saß er da und betrachtete sie. Wirklich, Mac. Sie war die Wächterin seiner Seelengeheimnisse. So, jetzt habe ich das Problem. Jetzt habe ich hier nur noch zwei Fragezeichen. Einmal, aber Berenice, diese kleinen Dienste waren manchmal riskant. Und halt, dass man wieder gehen kann. Wenn man das hier sagt, dann geht er weg. Ich weiß noch nicht, ob ich das ganze Ausmaß begriffen habe der Geschichte. Also mache ich mal jetzt das und dann müsste gleich noch ein Fragezeichen auftauchen. Aber Berenice, diese kleinen Dienste waren manchmal riskant und wir hätten schnell zu Gesetzesbrechern werden können. Alle wussten, dass Albert Hulot ein Hehler war. Hulot hielt sich für den Robin Hood der Kunstwelt. Er holte sich das Geld bei den Reichen für die Kunst der Armen. Er war vielleicht ein Hehler, aber dahinter stand immer eine Idee. Ja, jetzt haben wir dann... Also ich finde das eigentlich nicht besonders ehrenhaft, eine Kopie von einem Original zu machen. Es wäre, als würde man seine Magie rauben. Berenice, diese Art von Beziehungen, die können ganz schön Ärger mit sich bringen, wenn nicht mit den Hehlern, dann mit der Polizei. Also ich habe diesen Satz benutzt, jetzt mehrfach schon getestet, und dann habe ich hinterher den Satz aber nicht bekommen, wonach sie dann wissen würde, dass er den Baphomet gehabt hat und dass sie davon eine Kopie gemacht hat. Jetzt mache ich dann das mal. Weil er fragt dann nach einem Sketch, weil er soll ihr ein Bild gegeben haben von dem Baphomet, aber ich habe da kein Bild gefunden in dem Spiel. Bis jetzt. Ich mache mal das jetzt. Also ich finde das eigentlich nicht besonders ehrenhaft. Eine Kopie von einem Original zu machen, das wäre, als würde man seine Magie rauben. Klar, Mac, ich habe für Hulot gearbeitet. Wir müssen leben, weißt du? Und mit Bildhauerei kann man seine Finanzen auch nicht aufbessern. Scheiße. Das muss ich jetzt mal offen sagen, scheiße, weil mir fehlt jetzt offenbar ein Bild von dem Baphomet. Weil da fehlt ein Fragezeichen. Ich hätte jetzt das mit der Polizei machen können, aber dann wäre ich genauso hier gelandet. Ich mach das jetzt nochmal. Ich habe ja gespeichert. So, und danach sollte der Satz freigeschaltet sein. Berenice, diese Art von Beziehungen, die können ganz schön Ärger mit sich bringen. Wenn nicht mit den Hehlern, dann mit der Polizei. Klar, Mac, ich habe für Hulot gearbeitet. Wir müssen leben, weißt du? Und mit Bildhauerei kann man seine Finanzen auch nicht aufbessern. Ja, und jetzt hat man nur noch hier wieder diesen Abwählsatz, dass man wieder geht. Er hat das noch nicht alles begriffen, aber er wird alles tun, um es aufzudecken. Jetzt wieder, ich teile dein Leiden, das führt dazu nicht. Dass man das aufklärt mit diesem Satz.
müssen schnell alles aufklären, ja, kann man auch sagen. Er ist tot, okay. Vorsichtig sein. Das ist entsetzlich. Was ist passiert? Und oh mein Gott. Warum? Ich hoffe, du bist in Ordnung. Also, den Satz kriege ich irgendwie nicht angezeigt. Da hänge ich dann jetzt. Ich weiß noch nicht, ob ich das ganze Ausmaß dieser Geschichte begriffen habe, aber eines ist mir klar. Du bist nicht in Sicherheit, Berenice. Bitte sei vorsichtig. Ich werde alles unternehmen, um diesen Verbrechen ein Ende zu machen. Wirklich alles. Finde den Mörder für mich, Mac. Ich werde schon allein zurechtkommen. Also, man sagt in der Komplettlösung, dass sie alle Sätze gesagt haben muss und dann wird die Kerze erst brennen. Aber wenn ich diesen einen Satz nicht freigeschaltet kriege, ohne jetzt irgendwie, dass sie das Bild gesehen hat, ich weiß nicht, wie sie das Bild sieht von dem Baphomet, dann geht das da nicht weiter. Oder wie oder was? Mac, ich weiß nicht mehr weiter, Mac. Ja, geht nicht mehr weiter. So, jetzt habe ich mich wieder hier durchgeklickt, aber ich habe jetzt wieder nur diesen einen Satz am Ende. Das ist der letzte Satz, den ich hier jetzt anhören kann. Jetzt habe ich alle Sätze angeklickt, die man anklicken könnte oder kann. Ich weiß noch nicht, ob ich das ganze Ausmaß dieser Geschichte begriffen habe, aber eines ist mir klar. Du bist nicht in Sicherheit, Berenice. Bitte sei vorsichtig. Ich werde alles unternehmen, um diesem Verbrechen ein Ende zu machen. Wirklich alles. Finde den Mörder für mich, Mac. Ich werde schon allein zurechtkommen. So, das sind jetzt alle Sätze, die man anwählen kann und laut Komplettlösung. Soll man dann dieses Rätsel jetzt hier lösen können? Das Feuer bleibt wieder hier. Jetzt ist es mitgekommen, hoffentlich. Ich hoffe, das heißt, es ist mitgekommen. Seltsam. Das Licht der Kerzen bringt Details hervor, die ich nie zuvor bemerkt hatte. Bitte, bitte. Nein. Also, sie hat noch nicht alle Sätze gesagt. Und das weiß ich auch aus dem Video, was ich gesehen habe, wo ich kurz reingesappt habe nur. Nämlich, dass sie eben das mit dem Baphomet noch weiß. In der Komplettlösung heißt es, dass der irgendwie ein Bild geben muss oder so. Dass der Gast ja ein Bild gibt, aber davon haben wir jetzt nichts gesehen und davon habe ich auch in dem Video nichts gesehen. Und jetzt müsste ich vielleicht irgendwo noch ein Bild vom Baphomet auftreiben, damit sie darüber was sagen kann. Seltsam. Das Licht der Kerzen bringt Details hervor, die ich nie zuvor bemerkt hatte. Hallo und willkommen zurück hier zu Postmortem. Also jetzt wieder einen Schnitt gegeben. Ich mache jetzt die letzte Aufnahmesession, weil ich habe jetzt das alles im Programm, also im Schnittprogramm nochmal zusammengeschnitten. Ich bin jetzt auf 6 Stunden fast gekommen an Spielzeit. Man kann es auch kürzer durchzocken, aber da muss man schon das Spiel überhaupt kennen, um es so schnell durchzocken zu können. Ich habe jetzt 12 Stunden an Spielzeit hinter mir und habe einiges rausgeschnitten, weil ich habe 6 Stunden nur an Spielzeit hier, müssten fast sieben sein. Und jetzt stehe ich dann da und muss dieses Rätsel hier lösen. Und habe, wie gezeigt, ich habe es jetzt auch zusammengeschnitten, dass es auch verständlich ist und dass da nicht so viel Kuddelmuddel durcheinander ist. Ich habe das Spiel jetzt so zusammengeschnitten, dass es verständlich ist. Und hier habe ich dann erklärt, bisher hin, dass ich dieses Gemälde nicht angucken kann mit der Kerze, weil mir ein Satz fehlt. Und um diesen Satz zu haben, brauche ich das Bild vom Baphomet. Die Skizze. Und diese Skizze, die kann man finden, wenn man einen Schlüssel hat. Und diesen Schlüssel, den kann man an 2 Orten finden. Einmal in dem Wohnbereich von den Eatons oder am Tatort. Am Tatort ist er aber nicht, da habe ich schon nachgeguckt. Also bleibt nur noch die Behausung von den Eatons, wo die ja gewohnt haben. Und dann habe ich jetzt die Komplettlösung geguckt. Also, weil bei der Spielzeit, da kann man das mal machen. Und da ist jetzt herausgekommen, dass die Komplettlösungen nicht stimmen, die ich hier jetzt gesehen habe, die ich gelesen habe. Weil ich habe da eine Komplettlösung, da heißt es dann auf Englisch und ich glaube auch auf Deutsch, habe ich 2 gefunden. Da
Da heißt es dann, dass irgendwie am Tatort einmal der Ring zu finden ist. Das kann stimmen, wenn man das Spiel anders spielt. Wenn man den Tatort später betritt, dann ist das so. Dann muss man den durch die andere Tür betreten. Da ist dann auch noch ein anderes Rätsel zu lösen, wie man da reinkommt. Und dann gibt es eben noch die andere Fassung, bei der ich dann hingekommen bin. Und da ist eben der Schlüssel ganz woanders. Aber eben nicht, wie es in dieser sogenannten Komplettlösung geheißen hat. Weil da heißt es, man sollte in das Zimmer da reingehen und dann würde da am Tisch eine Kiste sein. Und diese Kiste, die müsste man nur irgendwie umdrehen. Und dann würde da einfach der Schlüssel sein. Das hätte ich sofort gefunden, wo ich schon die Wohnung durchsucht habe. War aber nicht gewesen. Und das ist eine andere Kleinigkeit. Und die werde ich dann mal jetzt zeigen, bevor ich hier dieses Rätsel machen kann. Weil das hängt alles damit zusammen. Und ich finde das ehrlich gesagt richtig blöd. Das muss ich nochmal sagen. Falls ihr nicht gesagt haben sollte in dem Schnitt. Ich finde das richtig blöd, dass man diese Kerze, um die Kerze zum Brennen zu bringen, dass die am Brennen bleibt, dass man da extra halt den Satz da aktivieren muss. Warum kann man das Spiel nicht so einfach weiterspielen? Das ist doch unlogisch. Das ist für mich total unlogisch. Weil man kann hier jetzt hingehen, wie gesagt. Ich gehe da mal kurz hier weg. Dann gehe ich zum Bild hin. Da kann man hier eine Kerze nehmen. Die sind alle an die Kerzen. Da muss man vorsichtig mit sein. Dann geht die nicht aus. Und dann kann man sich das Bild angucken. Und er sagt ja auch, das ändert sich das Bild. Aber wenn man den Satz nicht frei hat, dann ist auf einmal die Kerze aus, obwohl die an ist. Das ist für mich ein Logikfehler. Ein richtig großer sogar. Das verzeihe ich dem Spiel jetzt aber nicht. Ich kann ja über vieles hinwegsehen, aber das